Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum fünften Rennen der NASCAR Fantasy Liga hier aus Kansas. Hier seht ihr mal einmal ganz groß ein bisschen und ich drücke schon mal auf Fahren, weil dann geht nämlich die KI auf ihre Einführungsrunde, möchte ich fast sagen. Und ja, wir gehen einmal die Startaufstellung durch. Also ganz, ganz vorne steht Mick Schumacher auf der 1, gefolgt von Jimmy McMurray auf der 2. Dritter ist Hülkenberg, vierter ist Hamlin. Fünfter ist Edwards, sechster Juan Pablo Montoya, siebter Ambrose, achter Quapil, sieht unten natürlich auch nochmal Eisenbichler auf der 9, zehnter Rossi, Patrick 11, zwölfter Labonte, 13 Harvick, 13 Harvick. Jetzt warte ich gerade unten auf die Einmeldung, dass sie alle durchlaufen, damit ich es einmal durchgehen kann. So. Na kommt. Ihr seht auf jeden Fall, Stenhouse ist letzter. Ja gut, okay, wir sehen auf jeden Fall hier die Namen leider nicht irgendwie eingeblendet gerade. Labonte, glaube ich, war es. Patrick oder Harvick auf der 13. 14. Keselowski, 15. Dale Earnhardt Jr., 16. Kansas, 17. Gordon, 18. Büffel, Nemechek, Blaney, Van, Bain, Truex Jr., Kane, Busch, Mindel, McDowell, Almirola, Mears, Dutzen, Lagano, Reagan, Mark Martin, der WM-Führenden, nur ganz hinten, viele von den Top-Fahrern nur ganz hinten, Stewart, und vorne geht schon los, deswegen springen wir mal nach ganz vorne. Die Runde war doch schon ziemlich schnell zu Ende, 67 Runden werden gefahren. So, und Mick Schumacher scheint hier zumindest im ersten Moment die Führung zu behaupten, vor Nico Hülkenberg, der sich wohl jetzt auf die 2 setzt. Und jetzt hat Mick Schumacher die Tür aufgelassen. Ui, das war ganz schön knapp. Da hat Hülkenberg reingezogen. So, und die erste Runde ist vorbei. Und die führt Hülkenberg an. Damit hat er sich schon mal einen Zusatzpunkt gesichert. Für eine Führungsrunde. Ja, und da kommt... Oh, Mick Schumacher ist da ziemlich weit oben gerade. Der wird ja jetzt so ein bisschen durchgereicht. Muss irgendwie schauen, dass er wieder nach unten kommt. Ja, und ist jetzt unten. Okay, also auf der 3 hat er sich jetzt erstmal einsortiert, Hülkenberg. Also auf der 1... Lassen einmal hier so ein bisschen das Feld einmal durchjagen. Und Nico Hülkenberg kann sich da schon ein bisschen vorne absetzen. Und Eisenbichler fährt die schnellste Runde. Jetzt Stewart. Aber der ist auch letzte, ob ich das sehe. Und da versucht einer, jemand wieder an Mick Schumacher vorbeizugehen und schafft das auch. Das war Eisenbichler, der ist davor auf die 3. Der gibt hier ordentlich Gas. Mal schauen, ob er sich gleich noch den nächsten holt. Von Lauf 1. Natürlich wird man nicht unbedingt Champion in der NASCAR, wenn man nur Siege oder wenn man Gewinn tut, sondern es kommt auch eher darauf an, dass man sich immer gut platzieren tut. Also sag ich mal, immer versucht, immer in den Top 10 zu landen, weil dann sammelt man auch ordentlich Punkte. Sollte man allerdings vielleicht wirklich zweimal gewinnen und damit die meisten Siege haben in der Saison, aber dann im Grunde immer nur außerhalb der Top 10 zu sein, denn ja, dann bringt einem das auch nichts, weil man mit einem Sieg holt man nicht so viel mehr Punkte als ein Zweitplatzierter oder so. Und Eisenbichler, der tut sich dann noch ein bisschen schwer. Gehen wir mal durch, also Quapil auf der 5,
McMurray auf der 6, das ist also von 2 auf 6 zurückgefallen. Rossi hier außen herum. Ah, verliert, glaube ich, jetzt hier aber einen Platz. Das ist nämlich Ambrose, der jetzt auf der 7 ist. Patrick auf der 9. 10. Harvick. 11. Hamlin. Der hat auch ein bisschen verloren, glaube ich. Der war ja auch, glaube ich, 5. oder 6. glaube ich, beim Start. Das ist jetzt nur noch 11. Ja, versucht aber jetzt irgendwie hier vorzugehen. Ja, und holt sich auch noch Danica Patrick gleich. Also arbeitet sich wahrscheinlich auf die 9 nach vorne. Montoya hat auch Plätze verloren, aber versucht sich jetzt auch wieder nach vorne zu arbeiten. Ja, und Danica Patrick versucht da ein bisschen hochzukommen. Und Hamlin also jetzt auf der 9. Ja, und Juan Pablo Montoya probiert es auch gleich mit. Ein paar Motor ist einfach mal vor auf die 8. Innerhalb von ein paar Kurven. Oder innerhalb von einer Runde, glaube ich, von 12 auf 8 nach vorne. Und der greift jetzt auch gleich den nächsten an, Ambrose. Juan Pablo Montoya ist ja durch das letzte Rennen noch ein bisschen nach unten zurückgefallen in der WM. Ist nur noch 19. in der Gesamtwertung. Ganz vorne ist eben halt Marc Martin vor Logano und Mindel. Aber die sind auch alle ziemlich weit hinten hier im Rennen. Ich glaube, Marc Martin ist 30. Ja, der hat letzte Runde... Oh, ne, 30. 29. ist er schon. Der hat... letzte Runde, glaube ich, 2 Plätze schon gut gemacht oder so. Also, versucht jetzt ein bisschen nach vorne zu arbeiten, aber für seine WM sieht es natürlich nicht gut aus, wenn er hier so weit hinten ist. Und ganz hinten ist nicht Stewart, sondern Stenhouse Jr. So, Burton auf der 38, 37 ist Stewart, also ist auch nicht wirklich viel. Weiter vorne Johnson 35, 34 Blaney, Labonte, Kansas, Keselowski, Martin ist wieder auf die 30, Mindel 29 jetzt, der hat also, arbeitet sich auch ein bisschen nach vorne, Mears, McDowell, Kane, Cody Dutzen, Logano auf der 23. Da hat sich, glaube ich, schon ein bisschen nach vorne hier gearbeitet und versucht jetzt auch den nächsten Angriff. Und geht da jetzt vor auf die 22. Almirola 21, Büffel 20. Hülkenberg fehlt noch immer. Nemechek, Truex Jr., Gordon. Wern hat sich, glaube ich, auch schon ein bisschen nach vorne gearbeitet. Dan Earnhardt Jr. ist, glaube ich, so ziemlich gleich geblieben. Labonte, Patrick hält sich jetzt dahinter Rossi, Hamlin und Montoya ist schon auf der 7 und versucht sich jetzt eben halt den nächsten gleich zu holen. So, und Hülkenberg macht das sehr, sehr gut. Also das Rennen wird wahrscheinlich um einiges kürzer sein als das letzte, aber es liegt auch daran, dass wir hier einfach bis 100 Meilen Bus fahren und keine 150 wie in Texas. Und
Und jetzt scheint sich das momentan hier wieder ein bisschen zu normalisieren. Und Pablo Montoya nicht direkt mit dem nächsten Angriff. So, und natürlich ist auch die Frage, wann sind die ersten Boxenstops dran? Könnte also so vielleicht in den nächsten 4 Runden könnten vielleicht schon die ersten Boxenstops folgen. Dann haben wir 20 Runden hinter uns gebracht. Und ja, wenn man es natürlich versucht, dann mit 2 Stops durchzufahren, sollte man schon bis Runde 22, 23 auf jeden Fall draußen bleiben. Und Hülkenberg natürlich eigentlich, sag ich mal, mit dem höchsten Spritverbrauch momentan. Weil er hat freie Luft. Jeder, der so eigentlich so ziemlich dahinter fährt, hat Windschatten. Und spart natürlich dementsprechend auch ein bisschen Sprit. Die Frage ist natürlich auch wieder, wer wird wie profitieren von den Boxenstops, wer wird viel verlieren. Und ganz hinten ist jetzt Newman, Johnson, ja, Stenhouse Jr. ist auf der 37, jetzt auf der 38 wieder, weil er da auf der Außenbahn ist. Da werden einige so ein bisschen rausgedrückt. So, wir haben jetzt Runde 20 geschafft und es waren noch bis jetzt noch keine in der Box. Ja, wann kommen die ersten Boxenstops? Also bis jetzt bahnt sich jetzt noch nichts an. Runde 22 ist angebrochen. Und Juan Pablo Montoya hängt ja noch immer hinter McMurray. McMurray wäre ja mal ein gutes Ergebnis wieder wichtig. Er hat sich ja mit dem letzten Rennen ein bisschen wieder nach vorne gearbeitet in der Tabelle, war er letzter. Und jetzt ist er nicht mehr letzter, wenigsten. Den Platz hat er jetzt an Harvick abgegeben. Und Harvick ist momentan... Wo haben wir denn Harvick? Mal gucken. Da auf der 13. Also der könnte sein bestes Saisonergebnis holen jetzt damit. Wenn er, wie gesagt, auf der 13 bleibt. Aber wir haben auch noch 45 Runden. Und wir haben auch noch keine Boxenstops bis jetzt gesehen. Vielleicht sehen wir auch bloß einen Boxenstop, wer weiß es. Ich glaube, Rossi bereitet da jetzt einen Angriff gegen Hamlin vor. Oh ja, war knapp an der Bahn vorbei. Ah, sehr, sehr, sehr innere Linie. Aber solange er nicht abfliegt, ist alles gut. Und ja, Hamlin davor ist jetzt auch dran an Ambrose. Ja, und Runde 25 ist jetzt schon vorbei. Bis jetzt noch ohne viel Tamtam. Und Montoya, ja, der drängt da auch schon so ein bisschen jetzt.
Ah, jetzt könnte vielleicht der Angriff kommen. Er ist eigentlich nah genug dran. Ne? Er müsste bloß die innere Linie wählen. Oh. Nee, aber das macht McMurray auch eigentlich auch ganz gut. Der fährt auch eine sehr weite innere Linie. Könnte wirklich ein Einstopprennen in dem Fall jetzt hier werden. Wir sind jetzt in Runde 27 schon. Also wenn jetzt wirklich innerhalb der nächsten 6 Runden hier keiner, wo in den nächsten 2-3 Runden wahrscheinlich keiner reinkommen wird, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ein bloß ein Einstopprennen wird. Damit hat natürlich Nico Hülkenberg alle Trümpfe in der Hand. Er könnte eben halt, wenn er einen guten Boxenstopp auch denn gleich hat, hier wirklich davon am meisten profitieren. Juan Pablo Montoya könnte schneller. Doch der Angriff bleibt noch immer aus. Muss jetzt auch aufpassen, da kommt Ambrose jetzt langsam. Ja, jetzt ist Juan Pablo Montoya doch um einiges weiter innen. Runde 31 jetzt. Und das verdichtet sich immer mehr, dass es wirklich bloß ein Einstopprennen wird. Und Juan Pablo Montoya tut sich dann noch immer schwer. Obwohl er eigentlich nah genug dran wäre für den Angriff. Und ganz hinten ist Stuart jetzt. Kämpft dann mit Stenhouse Jr. und Johnson. Natürlich auch nicht gerade sehr schön, wenn man so sieht hier, dass so manche Leute hier hinten kämpfen. Professionelle Fahrer, sag ich mal, kämpfen. So. Martin ist auf der 30. Mindel ist auf der 27. So, Lagano ist noch immer auf der 23. Der konnte sich also auch nicht wirklich verbessern. Weil für den geht es ja im Grunde auch so ein bisschen um die WM-Führung. Weil Lagano liegt auch nur 2 Punkte hinter Martin. Das ist natürlich wichtig, aber auch Eisenbichler, der ja das letzte Rennen gewonnen hat, ist im Grunde auch nur 13 Punkte hinter dem Führenden und ist ja vorne unterwegs auf Platz 4, glaube ich, oder 3. Auf der 3. Und Hülkenberg ist auch in der WM auf Platz 8. Ja, und wir haben die Hälfte des Rennens. Also das bedeutet, Nico Hülkenberg bekommt auf jeden Fall schon mal einen Zusatzpunkt. Ja, und Boxenstopp noch immer Fehlanzeige bis jetzt.
Und auch mal noch der Angriff von Juan Pablo Montoya, Fehlanzeige. So, ich kann noch mal ganz kurz gucken. Kann auch sein, dass ich vergessen habe einzustellen. Eigentlich. Ach so, ja gut, deswegen wahrscheinlich, weil der Benzinverbrauch einmal eingestellt ist. Aber ich glaube, das ändert jetzt im Grunde ebenso nichts mehr. Also wenn wir wahrscheinlich in Runde 40, würde ich mal sagen, Boxenstopp sehen. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Ich dachte, es wäre eigentlich noch eingestellt vom letzten Mal. Aber okay, gut. So ist eben halt so, wird ein bisschen weniger Sprit verbraucht. Und ich glaube, es wird jetzt ebenso im Nachhinein nicht mehr geändert. Also ich denke mal, wir werden Boxenstops sehen, aber eben halt sehr, sehr späte Boxenstops. Oh, McMurray. Oh. Jetzt ist Juan Pablo Montoya mal ganz gut dran, ne? Ambrose hat schon ein bisschen jetzt abreißen lassen müssen. Und dahinter, ja, stagniert es momentan so wirklich. Da fehlt so ein bisschen die Lust auf den Angriff. Rossi, da fehlt auch noch der Angriff. Ja, und bis jetzt ein recht harmloses Rennen. Nicht viel passiert, außer in der Anfangsphase und Hülkenberg führt hier Runde um Runde. Obwohl ich mich dann doch manchmal frage, wie kann der so viel Sprit an Bord haben? Wir können ja mal ganz kurz reingucken, wie viele Runden eigentlich drinne wäre an sich. 46 Runden steht hier standardmäßig drinne. Da bin ich mal gespannt, ob das auch so ungefähr hinkommt. Weil dann hätten sie noch ungefähr 20 Runden. Und Papier, McMurray, Montoya, Ambrose, Hamlin, Rossi, Patrick, Labonte, Harvick, Dale Earnhardt Jr., Busch, Van, Gordon, Truex Jr., Nemechek. Dutzend hat sich auch schon ein bisschen nach vorne gearbeitet. Die war, glaube ich, am Anfang 24. in den ersten paar Runden. Jetzt ist 20. Also gar nicht mal so weit weg. Kane, Büffel, Logano noch immer auf der 23. Haben wir Bain, 24, 25 Mears, 26 Almirola, wird angegriffen von Mindel. Mindel ist, glaube ich, so ziemlich der Einzige, der sich irgendwie nochmal so ein bisschen nach vorne schiebt, habe ich das Gefühl. Auch wenn es immer so über ein paar Runden mehr dauert. Labonte, Reagan, Blaney, Martin, Burton, Keselowski, McDowell, Newman, Kansas, Stenhouse Jr., Stewart und Johnson ist letzter. So, wir haben jetzt Runde
45. So, und laut dem Ding da drin, was standardmäßig drin ist, 46 Runden, könnte also jetzt so ungefähr der Fall sein, dass sie jetzt in die Box kommen. Könnte wohlgemerkt. Und Hülkenberg führt mit 6 Zehnteln vor Edwards. Ja, bleibt bis jetzt aus erstmal. Wir lassen einmal das ganze Feld hier vorbeifahren. Da geht erstmal noch keiner in die Box. Leider sehen wir es, glaube ich, auch onboard nirgendwo hier, wo vielleicht eine Tankanzeige zu sehen ist. Also recht. Wenig ist wohl noch immer nicht drinne. Auf jeden Fall fahren die Fahrer weiterhin Runde um Runde hier. Und die ersten fünf sind, sag ich mal, in Abständen, ja, die sind okay. Da muss keiner wirklich momentan Angst haben. McMurray konnte sich mittlerweile auch so ein bisschen wieder absetzen von Montoya. Und Juan Pablo Montoya, ja, kommt auch nicht mehr mit. Rossi ist jetzt wieder dran an Hamlin. Das ist natürlich immer das Ärgerliche, wenn jeder Windschatten hat, da bringt das eigentlich sehr viel, da kann man nicht wirklich rausziehen. Also ein Boxenstopp wäre schon schön, wenn wir wenigstens einen sehen würden, sage ich mal. Jones momentan der letzte Platz. Und Hülkenberg hat die 50 Runden hinter sich gebracht. Also noch 17. Das Feld hat sich auch mittlerweile schon richtig auseinandergezogen. Wir waren mal am Anfang des Rennens bei ungefähr 4 Sekunden bis zum Ende des Feldes. Jetzt sind wir bei 8 Sekunden. Ist natürlich auch immer gesehen gegen einen Formel 1-Rennen natürlich sehr, sehr, sehr eng. Aber wenn man so oft dann oval sieht, ist es doch schon ziemlich weit auseinandergezogen. Ui, und Hülkenberg geht in die Box. Das war knapp, ja, und da profitiert gleich jemand davon. Also Hülkenberg ist der Erste, der in die Box geht. Dann geht auch Stenhouse Jr. in die Box. Hui, na, das war knapp. So, und das wird natürlich jetzt ganz, ganz entscheidend. So, und Hülkenberg steht jetzt auch da. Oh, da wird ein bisschen gerutscht. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich habe mal wegen solchen Dingen habe ich da einfach mal die gelben Flaggen einfach mal ausgeschaltet. Bewusst. Also ein Tülkenbeck ist schon wieder los. Der ist zumindest gerade losgefahren. Ja, da ist noch einer auf Abwägen, richtig? Oh, wen haben wir denn da? Eisenbichler? Der steht jetzt, glaube ich. Oh, mal gucken, nicht, dass hier irgendwelche wieder zurückteleportiert werden oder sonst was. Was man auf jeden Fall sagen kann, Eisenbichler steht lange. Da stehen aber einige lange.
Auch Schumacher steht sehr, sehr lange. Der verliert ja jetzt sehr, sehr viel. Oh, was mit dem gerade los ist, weiß ich auch nicht so wirklich. Jetzt fährt er es wieder los. Ja, hat natürlich sehr, sehr viele Plätze verloren, der Schumacher. So, und M. McMurray ist jetzt da in der Box. Alles klar. Also die 1. Ambrose steht auch. Hamlin auch. Rossi auch. Da haben wir jetzt Hülkenberg. Und Hülkenberg übernimmt die Führung, so wie es aussieht. Und ich glaube, der größte Verlierer an sich durch die Boxenstopps war Schumacher. Der hat nämlich richtig verloren. Der ist von 4 irgendwo, glaube ich, nach ganz, ganz hinten zurückgefallen. Und jetzt kommen auch einige auf jeden Fall auch mit Rundenrückstand raus. Hülkenberg fährt gleich mal auf Anhieb hier die schnellste Runde. Und es dürften an sich auch bloß zwei Leute mit Rundenrückstand sein. Mal gucken. Johannes Mindel. Also John-Erik Wehren, da müssen wir, glaube ich, da wird wieder eine Runde zu viel gerechnet, oder? Oder? Schauen wir mal. Der hat nämlich zwei Runden Rückstand, komischerweise. Dann sind auch 38 Runden. Blaney. Aber bei dem Blaney müssen wir auf jeden Fall eine Runde abziehen, so wie es aussieht. Gordon müssen wir, glaube ich, auch eine Runde abziehen. Also Gordon ist eigentlich weiter vorne, genauso wie Hamlin, glaube ich. Upsala, Hamlin. Ja, Hamlin ist, glaube ich, auch eine Runde zu viel abgezwungen worden. Also Hamlin, den haben wir hier hinter Hülkenberg. Der müsste eigentlich auf der 2 sein. Wenn ich das richtig sehe. So, und Gordon ist vor Busch. So, und da haben wir Blaney. Blaney müsste hinter Mears sein. Also Mears ist momentan 32. 33 wäre denn Blaney. Ich glaube, Wehren müssten wir eigentlich auch eine Runde abziehen. Ja, den müssten wir auch eine Runde abziehen. Der hat ja 2.13 da. Den müssen wir auf jeden Fall eine Runde abziehen. Der stand aber auch ziemlich lange in der Box. Mindel. Der hat auch eine Runde. Also wir müssten theoretisch jeden einmal eine Runde abziehen, sag ich mal. Aber wir haben jetzt noch 8 Runden. So, also, normal wäre Hülkenberg vor Hamlin. Edwards wäre nur noch Dritter. Ja, und Gordon. Ne, Busch wäre auf der 5 normal, weil Gordon wäre auf der 3. Wir müssen jetzt jeden eigentlich eine Runde abziehen. Dotson auf der 4. 5 der Stenhouse. 6 der Labonte. 7 der Ambrose. 8. Eisenbichler, 9. Newman, 10. Burton, Truex Jr., Reagan, Martin hat richtig viel gut gemacht, Kane, Johnson hat auch richtig viel gut gemacht, Stewart, Rossi hat verloren, Patrick hat verloren, Dale Earnhardt Jr. hat verloren, ne, ja, da auch, Juan Papamonte hat auch viel verloren, Labonte hat verloren, ne, Labonte nicht, Keselowski hat gewonnen, McDowell hat gewonnen, Harvick hat gewonnen, Logano hat verloren ein bisschen, Kansas, Almirola, der Mick Schumacher, der hat richtig verloren von 4 auf 28. Aber da war auch irgendwas beim Boxenstopp anscheinend. Nemechek, Biffle, Mears, Quappiel, Bane, McMurray, Hamlin, Gordon, Blaney, Mindel und Van. So, und wie sieht es vorne aus? Also Hülkenberg ist unter Druck. Hat noch 5 Runden. Und Hamlin? Ja, da müssen wir das Ziel einfach durchlaufen lassen mit den Namen einfach mal. Hülkenberg als ersten Werten und dann einfach mal durchschauen.
aufpassen. Hat er jetzt? Aber das ist immer das Problem hier an der NASCAR-Serie, dass die Fahrer zurückteleportiert werden manchmal in der Box und dadurch wieder automatisch oder vorteleportiert werden. Dadurch überspringen sie quasi durch diese Springen die Ziellinie und werden nicht gewertet, diese eine Runde. Das ist zum Beispiel das eine Problem, was es gibt bei diesem NASCAR-Mod leider. Und von der Boxengasse. Ja, und Hülkenberg hat noch 3 Runden vor sich und Edwards ist direkt, Hamlin ist direkt im Nacken. Also eigentlich dürfte nämlich keiner Rundenrückstand haben, wenn ich das jetzt richtig habe. Ja, doch, vielleicht doch jemand. Aber nach meiner Meinung ist... Ja, müsste eigentlich alles so sein, wie es ist. Also Cody Dutzen hat richtig profitiert auf der 4. Zumindest laut dem Stand hier natürlich, weiß ich es nochmal nicht. Ja, und Hamlin ist dran, der kämpft hier nochmal um den Sieg. Und Hülkenberg geht in seine letzte Runde. Jetzt geht es darum, Hamlin nicht vorbeizulassen. Weil Hamlin ist inoffiziell Zweiter. Kommt der Angriff? Nein, er kommt in dem Fall nicht. So, und jetzt machen wir einfach mal die Namen an, weil dann ist das nachher für mich zum Bewerten auch einfacher. So, genau. Also Hülkenberg kommt jetzt über die Linie, holt sich den Sieg vor Hamlin. Edwards, 3., 4. Gordon, 5. Busch. 6. Dutzend, 7. Wehren, 8. Stenhouse Jr., Labonte, Ambrose. Uiuiui, ja, da kommen die Namen alle recht schnell durchgeworfen, einfach bloß. Also, wir lassen das jetzt einfach mal durchlaufen. Unten seht ihr natürlich erstmal das inoffizielle Ergebnis. So, und das war's. Das müssen, glaube ich, alle 39 jetzt sein, die jetzt einmal hier durchgefahren sind. Also, Hülkenberg kann man auf jeden Fall sagen, hat gewonnen für Hamlin. Denn Edwards auf der 3... Und ja, unten seht ihr im Grunde jetzt erstmal, also das sind so Richtwerte, also da könnt ihr vielleicht pro Fahrer vielleicht so 1, 2 Plätze vielleicht draufrechnen, oder 4, sag ich mal, aber so in der Region sind sie auch ins Ziel gekommen und ja, ihr seht das hier vielleicht an den Fahrern ganz gut, die werden irgendwie ganz woanders hin teleportiert, da habt ihr es gesehen, da wurde zum Beispiel einer irgendwie mal 2 Boxen nach vorne teleportiert, der andere wurde 3 Boxen nach vorne teleportiert, also so überspringt man natürlich dann die Ziellinie, und ja, das war es jetzt hier aus Kansas. Nico Hülkenberg holt sich den Sieg. Und ja, wir sehen uns wieder zum nächsten Lauf. Denn Rennstrecke muss man mal sehen. Kommt aber auch mal so ein bisschen auf die Boxengassen drauf an, ob es genügend Positionen gibt und so weiter und so fort. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.